Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst, unsere Fraktion findet den Antrag auch gelungen und gut, wird ihn auch unterstützen. Wir haben jetzt ja schon viel darüber gehört, warum Muttermilch sehr viele Vorteile hat. Um nochmal zurückzugreifen, vielleicht auf den Antrag, den wir heute schon gestellt haben zum Thema Übergewicht. Auch da spielt Muttermilch und die Gabe derer eine entscheidende Rolle. Die Kinder, die von ihren Müttern gestillt werden, haben ein deutlich reduziertes Risiko, in ihrem Leben irgendwann übergewichtig zu werden, und viele weitere gute Studien zu diesem Thema. Aber, und das ist vielleicht an einer Stelle auch nicht ganz angekommen, um dieses Thema soll es da ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gar nicht primär gehen. Es ist eben nicht diese ideologische Auseinandersetzung zwischen Stillen oder Fläschchen, was sicherlich jeder Frau da selbst überlassen ist, sondern es geht ja explizit um einen Zusammenhang, wo eben Frühchen medizinisch deutlich davon profitieren und wo es gute Studien zu dem Thema gibt, dass eben die künstlich hergestellte Milch, die Ersatzprodukte, das nicht leisten können, was Muttermilch an der Stelle eben leisten kann. Und an dieser Stelle kann man eben schwere Erkrankungen der Frühchen verhindern. Von daher sollte das, glaube ich, auch keine ideologische Diskussion werden. Freilich, neu ist diese Diskussion ja nicht. Wir haben das schon gehört, 1959 gab es das ja in relativ verbreiteter Form schon. Damals war allerdings auch die Verbreitung von Ersatzprodukten noch nicht so weit, auch noch nicht die Produktion so weit vorangeschritten, sodass es da ja auch in der Medizin auch gewisse Modeerscheinungen gab. Und spätestens auch das wurde gesagt, durch verschiedene sehr populäre Infektionskrankheiten hat leider auch das an der Stelle sehr gelitten, sodass die Muttermilchbanken dann ja zwischenzeitlich auch eingestampft wurden, beziehungsweise nur noch sehr wenige betrieben wurden. Nichtsdestotrotz, es gibt einige gute Beispiele, das ist noch nicht genannt worden. Von daher kann ich da vielleicht an der Stelle zumindest die Diskussion noch mal ein bisschen anreichern. Frankfurt ist ein gutes Beispiel. Die Universitätsklinik dort hat zusammen mit dem DRK ein sehr gutes Zentrum aufgebaut, wo im Prinzip an den Blutspendedienst angedockt da eine Aufbereitung der Muttermilch stattfindet. Da gibt es sehr gute Erfahrungen, sowas in der Art könnte man sich sicherlich in Nordrhein-Westfalen auch nochmal anschauen, beziehungsweise vielleicht als Vorbild nehmen, um das zu implementieren. An sich, wie gesagt, die Idee finden wir sehr, sehr gut. Ein bisschen hat mich gewundert, dass Herr Mostofizadi die Chance hat verspielen lassen, hier darauf hinzuweisen, dass es ja jetzt Menschenmilch und nicht mehr Muttermilch heißt. Aber nichtsdestotrotz, ansonsten bin ich mit der Diskussion auch sehr zufrieden gewesen. Alle anderen Parteien sind ja auch der Meinung, dass das unterstützt werden soll, dieser Antrag. Und von daher sehe ich da guten Beratungen im Ausschuss entgegen. Vielen Dank.